Als nach 90 Minuten alles vorbei war, da hat sich Dieter fast entschuldigt, dass er so schnell gewonnen hat. Was soll ich machen, wenn der so schnell zieht und wenn er nicht nachdenkt und meine Kombination übersieht, nach der es dann aus ist. Wir sehen die Kombination hier. Springer schlägt F7 oder aus. Gucken wir uns gleich etwas genauer an. Aber vorher habe ich einen kleinen Clip für euch. Da hören wir uns nämlich an, was der Dieter gesagt hat. Der Paul Meyer Dunker von Schachbund hat ihn hinterher nach der Partie vor die Kamera bekommen und das blende ich gerade mal ein. Lieber Dieter, herzlichen Glückwunsch. Anderthalb Stunden hat es heute gedauert. Warum hast du heute so schnell gewonnen? Naja, ich glaube, mein Gegner hat einfach zu schnell gespielt. Er hat, ich vermute, gar nichts gerechnet und hat mir diese Kombination erlaubt. Springer schlägt F7, da war die Partie vorbei. Konnte ein wenig nachdenken, dann wäre es viel interessanter gewesen. Aber wenn er so die Züge rausblitzt, ich kann ja nichts dafür. Ich habe gesehen schon, dass er schnell spielt und dann habe ich diese Variante schon von Weitem berechnet und habe in seinem Tempo gespielt und dann, das war's. Alles klar, danke. Erfahrung geben, ja. Tja, das war schnell vorbei und das war der Grundstein für einen weiteren Sieg. Die Männer schlagen Finnland 3-1 in der zweiten Runde der Schacholympiade. Die Frauen gewinnen wahrscheinlich auch 3-1 gegen Dänemark. Es steht 3-0, während ich das hier einspreche. Und es läuft noch eine Partie von Hanna-Marie Kleck und die sieht eher schlecht aus, aber ich noch nicht komplett hoffnungslos. Vielleicht ist auch noch ein 3,5 drin. Also das 2x4-0 von gestern, das ließ sich nicht wiederholen, was auch damit zu tun hat, dass die Gegner mit jedem Sieg stärker werden. Finnland und Dänemark, das war schon ein bis zwei Klassen besser als gestern Sambia und Sudan. Und wir können davon ausgehen, dass jetzt nach zwei Siegen es dann morgen nochmal schwieriger wird. Und so morgen kommt wahrscheinlich der erste Prüfstein für die Männer und für die Frauen. Und morgen mache ich dann vielleicht auch nicht das Video so, dass ich euch dann schon zeige, wie die Partie ausgegangen ist oder wie es ausgegangen ist, sondern da halten wir dann ein bisschen die Spannung. Heute waren die Gegner doch noch deutlich schlechter, wenn auch schon besser als gestern. Ich weiß auch nicht, ob ich morgen dann schon am selben Tag ein Video schaffe. Müssen wir mal schauen, denn morgen werden es längere Kämpfe und irgendwie einen Sieg nach 90 Minuten, den werden wir wahrscheinlich nicht haben. Müssen wir mal schauen. Jedenfalls, beide Mannschaften stehen mit 4-0 Punkten da. Bei den Frauen ist noch nicht ganz klar, mit wie viel Brettpunkten. Bei den Männern ist es klar, das sind 7-1 und das sieht schon mal gut aus. Und morgen Prüfstein, seien wir gespannt. Heute Abend gibt es schon die Auslosung. Ihr findet die und alles andere Erwähnenswerte wie immer im Perlenticker, den ich in den Kommentaren anpinne. Schaut da gern vorbei. Da aktualisiere ich den Tag über immer, was so bei der Schacholympiade passiert. Ja, und jetzt schauen wir mal an, wie der Dieter Express in 90 Minuten sich zum vollen Punkt gefahren ist. Nisi Piano mit Weiß und Wilka Sipilä mit Schwarz. IM übrigens, ein IM aus Finnland, von dem ich, das war es wie bei dem Gegner aus dem Sudan gestern vorher, nie gehört hatte. D4, Springer F6, C4, E6, Springer C3, Läufer B4. Damit haben wir Nimzu Indisch auf dem Brett. E3, 0, E3 ist das sogenannte Rubinstein-System. D5, Springer F3, alles noch sehr theoretisch. Und jetzt, wo Weiß den Läufer schon nach D3 entwickelt hat, kann Schwarz auf C4 tauschen und zwingt damit den Läufer ein zweites Mal zu ziehen. Und nachdem er diesen Tausch absolviert hat, greift er sofort das weiße Zentrum an. Ist alles noch eine sehr theoretische Stellung. Springer C6 an dieser Stelle ist eher ungewöhnlich, habe ich eben zu meiner Überraschung festgestellt. Und gesehen, dass die Schwarzen auf höchstem Level hier eher Springer BD7 spielen. Das fand ich ganz interessant. Das hatte ich nicht erwartet. Für mich sieht Springer C6 auch wie ein natürlicher Zug aus, den hier aber auch schon gute Leute gespielt haben. Sehr gute Leute sogar. Wir sehen ja gleich, wir sind gleich Caruana gegen Dominguez. Ne? Das ist schon auch Top 10 Level. Also Springer C6 ist kein schlechter Zug. A3. Befragt den Kollegen auf B4, der zieht sich nach A5 zurück. Und jetzt Läufer D3. Schwarz antizipiert, Weiß antizipiert, dass Schwarz hier sich womöglich mit A6, B5 auf dem Damenflügel ausbreitet. Und Weiß argumentiert außerdem, dass dies gar nicht die ideale, dies ist sowieso keine Diagonale, dass
dieses gar nicht die ideale Diagonale für den Läufer ist, sondern dass der auch der Diagonale D3, H7 mit Blick Richtung Königsflügel viel besser steht. Und fährt ihn dann direkt zurück. Einmal ein provisorisches, prophylaktisches Luftloch und auch schon, um Einschläge auf H7 zu verhindern. Weiß tut selbiges. Und es ist an Schwarz, sich zu erklären, wie er denn überhaupt seine Figuren entknoten und entwickeln will. Wir sehen das hier Fabiano Caruana, hat hier in der Partie gegen Dominguez Perez, mit dem er gerade zusammen bei der Olympiade in der amerikanischen Nationalmannschaft spielt. Hat er hier Dame E7 gespielt, dann Turm D8 und dann dieses A6, B5 eingeleitet und Schwarz hat auch gutes Spiel bekommen, auch wenn die Partie 1-0 ausgegangen ist. Das lag nicht an der Eröffnung. Das war alles okay für Schwarz. Schwarz zieht hier Turm E8, was auch in Ordnung ist. Was vielleicht mal sogar E5 ins Auge fasst. D schlecht C. Der hängt natürlich nicht, den kann Schwarz auf vielfältige Weise zurückerobern. Aber bevor Schwarz das tut, muss er auf C3 tauschen. Und das die Argumente, die die beiden dann hier austauschen, ist, Weiß sagt, okay, jetzt habe ich dein Läuferpaar, super. Und Schwarz sagt, ich gebe mein Läuferpaar gerne, dafür hast du ja eine etwas zersplittete Struktur. Und wenn man es gegeneinander aufwiegt, sollte die Stellung etwa ausgeglichen sein. Allerdings muss Schwarz das dann hier richtig spielen. Und dem Schwarzen unterläuft hier eine erste, sagen wir mal, Ungenauigkeit. Noch nichts Entscheidendes, aber auch nicht so richtig präzise. Was er hier ziehen sollte, ist Springer D7. Einfach mit der Idee, sich den C5 zurückzuholen. Und hier auf C5 stände der Springer auch ganz gut. Der stände da unvertreibbar, denn die weiße Bauernstruktur ist ja jetzt so zersplittet, dass er das Weiß keinen Bauern hat, um diesen Springer zu anzurempeln und ihn irgendwie zurückzutreiben. Der stände auf C5 super und Schwarz wäre okay. Schwarz überlegt sich, den Bauern mit der Dame zurückzuholen. Naja, das berührt etwas, was vielleicht jedes Schachkind am Bodensee, bestimmt jedes Schachkind am Bodensee lernt und wahrscheinlich auch die Schachkinder anderswo, nämlich turn nicht so früh mit deiner Dame draußen rum, denn dann droht die nur zurückgetrieben zu werden von den kleineren Figuren des Gegners und du hilfst deinem Gegner, sich zu aktivieren und zu entwickeln. Und das ist etwas, was hier auch eine Rolle spielt. Dem Ganzen lag eine Fehleinschätzung des Schwarzen zufolge. Es ist alles noch nicht dramatisch, aber Weiß bekommt jetzt so langsam ein kleines Übergewicht. Aber gut, ich rede und rede und rede und während ich rede, hängen hier zwei Bauern. Da muss ich Weiß natürlich drum kümmern. Dieter spielt den Zug, für den er am längsten Zeit gebraucht hat in der Partie, nach 20 Minuten, Dame C2. Räumt die D-Linie für den Turm, deckt den C3-Bauern. Und er hat natürlich nicht nur überlegt, die Dame nach C2 zu stellen, sondern er hat sich auch überlegt, wie geht's denn nach Dame schlecht C5 weiter. Man sieht auch, das hat er dann hier nach 9 Sekunden gespielt, A4. Und das ist das, was ich sagte. Jetzt kriegt die exponiert auf dem Brett rumstehende schwarze Dame gleich einen Tritt mit Läufer A3 und darf sich dann wieder zurückziehen. Ja, und dem Schwarzen unterläuft hier noch eine Ungenauigkeit. Er sollte einfach damit leben und sich hier nochmal weiterentwickeln. B6. Und dann geht die Dame halt nach H5 und vielleicht in Verbindung mit dem Läufer, der auf B7 erscheint, mit dem Springer, der dann mal nach E5 gehen kann, gelingt es dem Schwarzen, vielleicht den Weißen an seinem Königsflügel zu beschäftigen. Schwarz war aber hier schon vollständig darauf fokussiert, dass er dem Weißen ja einen rückständigen Bauern auf der C-Linie angedreht hat und dass dieses Feld C4 sich doch vielleicht als Vorposten nutzen lässt für eine Figur und zieht hier Springer A5. Mit der Idee, die auch eigentlich ganz natürlich und vernünftig aussieht, den Springer auf C4 einzubetonieren sozusagen. Warum das nicht so gut ist, sehen wir gleich. Läufer A3, erstmal thematisch mit Tempo den Läufer entwickeln. Die Dame muss zurückgehen. Turm FD1, auch das ganz normal, nach 4 Sekunden gespielt. Turm auf die offene Linie. Und Schwarz spielt seinen Springer C4, so wie er sich das gedacht hatte.
nur, wird sich gleich zeigen, dass Weiß dem sehr, sehr gut begegnen kann. Er nimmt den einfach, mich einfach weg. Läuferpaar, egal. Weiß gewinnt nämlich jetzt noch mehr Zeit. Turm D4 stellt sich bereit, sich auf der D-Linie zu verdoppeln. Turm D4, die Dame muss wiederziehen. Springer E5. Und wenn wir uns jetzt die schwarze Stellung angucken, dann stellen wir fest, dass der Schwarze ganz schön in der Klemme steckt. Denn Weiß hat alles entwickelt und dieser Läufer, der kann nicht so richtig raus. Und diese Dame, ob die auf A6 so günstig steht, da habe ich ja auch gewisse Zweifel. Und die D-Linie ist obendrein auch noch in der Hand des Weißen. Zumal, wenn gleich Turm AD1 kommt, wird es da überhaupt keine Debatte mehr über die D-Linie geben. Ne? Schwarz hat hier große Schwierigkeiten, überhaupt seine Puppen ins Spiel zu kommen. Die weiße Stellung ist sehr, sehr dominant. Und das ist der Grund, warum diese Idee Springer A5, C4 fünf Züge zuvor nicht so richtig gut war. FD1. Und hier statt Springer C4 war noch eine Gelegenheit. Hier könnte man noch Turm D8 spielen. Was übrigens auch Läufer D6 Motive aus der Stellung nimmt. Das ist eine Idee, mit der Weiß nach Turm D1 spielt. Wenn Schwarz jetzt nichts macht, könnten wir uns vorstellen, könnte Weiß Läufer D6 spielen und den Läufer dann auf einen recht dominanten Posten nach E5 bringen. Den Läufer D6 darf man nicht nehmen wegen Abzügen auf der D-Linie. Naja, dem würde Schwarz hier mit Turm D8 noch ganz gut begegnen. Dann wäre kein Läufer D6 in der Stellung. Dann wäre auch der Kampf um die D-Linie noch offen. Und dann kommt man vielleicht dazu, vielleicht den Läufer zu entwickeln, sei es so. Und Weiß sollte einen kleinen Vorteil haben mit seinem Läuferpaar, mit seiner recht aktiven Stellung. Aber bei Schwarz ist nichts angebrannt. Schwarz steht für den Moment solide und langfristig hat ja Schwarz sogar was, womit er arbeiten kann, nämlich diese zersplittete weiße Bauernstruktur. Turm D8 hält die Partie hier noch, so sagen wir mal, in der Nähe des Gleichgewichts. Nach Springer C4 wird's halt schwierig. Läufer C4, Dame C4, wir haben es schon gesehen. Turm D4, guter Zug. Dame A6, Springer E5. B6 kündigt schon an, er möchte jetzt seinen Läufer nach B7 entwickeln. Und das erlaubt ihm Dieter Nisipiano nur allzu gerne. Läufer Turm AD1 und da kommt er schon, Läufer B7 und dann ist es auch schon aus. Denn das hat der Gegner tatsächlich viel zu schnell gespielt und gar nicht richtig gerechnet, wie uns der Dieter schon erklärt hat, obwohl es hier was zu rechnen gab. Entschuldigt, kleiner Frosch im Hals. Obwohl es hier was zu rechnen gab. Nämlich, es gab die Frage zu beantworten, was ist eigentlich, wenn Weiß jetzt Springer schlecht F7 spielt. Dieter hingegen, wir haben es eben gehört, hatte das schon aus der Ferne ausgerechnet, dass auf Läufer B7, was hier ja zu erwarten war und wozu er seinen Gegner auch verlocken wollte, darum hat er recht schnell, nach 57 Sekunden, Turm AD1 gespielt. Dieter hatte schon ausgerechnet, hier gewinnt Springer schlecht F7 und das ist aus deutscher Sicht wohl die Kombi des Tages bei der Schacholympiade. Springer schlecht F7. Gucken wir uns mal an, wieso das funktioniert, denn das ist für uns Normalsterbliche natürlich eine nicht ganz so einfache Rechenaufgabe. Springer F7, okay. Schwarz muss den nehmen. Wenn Schwarz den nicht nimmt, hat dann Bauern weniger und eine ruinierte Königsstellung und keine D-Linie. Und Weiß steht deutlich aktiver. Also muss man nehmen oder man steht eh platt. Also klopft er den raus. Dann kommt die Pointe. Turm D7. Nach dem Figurenopfer noch ein Qualitätsopfer. Das funktioniert, weil nach Springer D7, Turm D7 es für den schwarzen König kein Entrinnen mehr gibt. Der geht jetzt matt, egal was er macht. Wohlgemerkt, Turm E7 geht nicht. Der strahlt hier rein. Den müssen wir bei allem, was jetzt kommt, im Auge behalten. Von hinten strahlt noch ein Läufer auf die Felder E7 und F8. Also Turm E7 würde Weiß jetzt einfach wegnehmen. Darum geht er nicht. Der König muss ziehen. Und wenn der König auf die Grundreihe zurückgeht, dann kommt Dame G6. Zack und matt. Das lässt sich schon nicht mehr decken. Also hat der König keine Wahl, er geht nach F6. Und das ist halt der Punkt, wo es gilt, das aus der Ferne richtig zu berechnen, dass die Stellung jetzt auch gewonnen ist. Denn jetzt ist auf Anhieb erstmal nichts mehr zu sehen. Wie kommen wir denn jetzt an den schwarzen König ran? Nisipiano hatte das ausgerechnet. Dame H7. Dame H7 droht
natürlich ganz schrecklich, Dame schlecht, G7 mit Matt. Und das muss Schwarz irgendwie verhindern und da hat er auch keine Wahl, er muss G7 decken. Da gibt es nur Turm G8. Und weiter im Text. Läufer E7 Schach. Auch hier hat Schwarz keine Wahl, denn wenn er mit seinem König jetzt nach vorne rennt, dann ist es matt in einem Zug. F4. Insofern König F7. Und er muss in diese Läuferabzüge reingehen. Und da kommt auch sofort einer, Läufer H4. König F8. Kann ja auch König E8 spielen, das macht, macht keinen Unterschied. Der weiße Turm geht dann einfach weg. Und jetzt hängt hier der, und wenn Schwarz den dann mit König F8 deckt, dann kommt das, was in der Partie passiert, wo Schwarz direkt König F8 gespielt hat. König F8, Dame G6. Tja, und hier droht matt. Und decken lässt sich das nicht. Schwarz war dann so freundlich, hat sich einfach matt setzen lassen. Er hat hier Dame A4 gespielt. Und Dieter, wir sehen es hier, hat sich noch 10 Sekunden Zeit genommen, um dann, er muss sich entscheiden, will ich jetzt mit Dame F7 matt setzen oder mit Läufer E7. Er hat sich dann für Läufer E7 matt entschieden und war nach 90 Minuten fertig und hatte Deutschland 1-0 in Führung gebracht und steht jetzt bei 2-2 am vierten beziehungsweise dritten Brett. Denn Vincent Keimer hat ja heute wieder ausgesetzt. Der wird wahrscheinlich morgen das erste Mal zum Einsatz kommen. Dieter, 2-2, vielleicht ist er schon auf dem Weg zum Brettpreis. Der beste Spieler der Olympiade an jedem Brett kriegt ja noch einen Sonderpreis. Und da könnte er durchaus ein Kandidat sein, denn er hat ja jetzt diese Rolle, an den unteren Brettern Punkte zu sammeln gegen etwas schwächere Gegner. Und das ist vielleicht etwas, was ihm liegt. Und das könnte gut laufen. Den Grundstein hat er mit 2-2 schon mal gelegt. Mal schauen, ob das so weitergeht. Und er hat natürlich die Kombination des Tages gespielt. Springer schlecht F7. König F7. Turm D7. Turm D7. Dame H7 und Läufer E7 und es wird matt und das muss man, wir wollen das hier nochmal anerkennen, das muss man alles an dieser Stelle schon berechnet haben. Für einen 2650-Spieler, einen ehemaligen 2700er, ist das vielleicht das kleine 1x1. Für uns normal Sterbliche, finde ich, ist das ganz schön beeindruckend, das in aller Konsequenz vorauszusehen, dass das dann auch wirklich matt wird, weil wenn es nicht matt wird, dann hat man einen Turm weniger. Also, Glückwunsch an Dieter Nisipiano, Glückwunsch an die Männer und die Frauen, beide gewonnen. Morgen kommen schwerere Gegner, wir begleiten das weiter. Hier wird es eine Partie geben mit hoher Wahrscheinlichkeit und auf der Website, den perlenvonbodensee.de, gibt's den Ticker zur Schacholympiade, wo immer alles Neue relativ bald auftaucht, nachdem es passiert ist. Manchmal weiß ich sogar Sachen schon, bevor sie passieren, aber das ist dann eher die Ausnahme. Für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald auf diesem Kanal. Bis morgen, sag ich mal. Danke für euer Interesse. Macht's gut. Ade.